Hey Leute, hier ist wieder der Hühne. Dieses Mal nicht mit einem Far Cry oder Arma Video. Nein, im Hintergrund, das ist mein Kanal. Und ja, ich dachte mir so, es ist Jahresende und ich zeige euch einfach mal so, was das Jahr bei mir gebracht hat. Nicht einfach, weil ich das dauerhaft machen möchte jedes Jahr. Nein, einfach, weil das das erste Jahr auf YouTube für mich ist. Und ich eigentlich erstaunlich finde, was in diesem einen Jahr für einen relativ kleinen YouTuber wie mich schon so gelaufen ist. Vor allen Dingen, weil ich eigentlich nicht gedacht hatte, dass ich mit meinen Videos, die ja eigentlich relativ speziell sind, so viele Leute erreiche. Man sieht schon hier oben, ich habe zurzeit 357 Abonnenten, am 01.01.2014 wohlgemerkt. Und fast 100.000 Aufrufe, also 99.098. Im Hintergrund seht ihr schon das neue Kanaldesign, was ich heute noch fertig gemacht habe, nachdem ich dann ausgenüchtert bin. Und ich habe mir so gedacht, ich fand das alte Kanaldesign nicht mehr so geil und dachte mir, ey, du brauchst mal wieder was Frisches, was ein bisschen futuristischer aussieht. Habe mich dann mit Photoshop dahingesetzt und einfach mal drauf losgearbeitet und das ist dann dabei rausgekommen. Mir persönlich gefällt es gerade ganz gut. Ich weiß nicht, das ist auch manchmal so die Sache, das gefällt einem dann ein, zwei Tage ganz gut und dann guckt man nach einer Woche drauf und denkt so, na scheiße. Deswegen schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob ihr das Kanaldesign gut findet oder ob ihr scheiße findet. Ich freue mich auf konstruktive Kritik. So, das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist einfach mal so ein bisschen was dieses Jahr gelaufen ist. Was waren die besten Videos? Was waren so meine Flops und meine größten, ja, Erfolge, will ich jetzt nicht sagen. Eigentlich, wo ich mich am meisten darüber gefreut habe, würde ich mal behaupten. Deswegen gehe ich hier mal auf die Aufrufe und hier auf die Analytics. Und da gehe ich auf die Aufrufe. Ja, ihr seht, ich habe meine Videos monetarisiert. Ich zeige euch aber jetzt nicht die geschätzten Einnahmen. Ich blende das auch gleich aus, weil man es gerade hier kurz sah. Weil das YouTube nicht will. Da müsst ihr euch selber einen Account machen und den monetarisieren lassen. Damit ihr seht, wie viel ihr da ungefähr mit einnehmen könnt. So, Zeitraum seit Erstellen nehmen wir hier. Ich nehme jetzt einfach mal den Dezember von 2012, wo ich ja angefangen habe mit dazu, weil da war ja jetzt nicht so extrem viel, da sind zwar meine ersten Far Cry Videos hochgegangen, aber ich zähle das jetzt einfach mal mit dabei. Hier sind es irgendwie schon wieder mehr Aufrufe, hier sind es dann 99.115. Geschätzte Wiedergabezeit sind 271.060, was ungefähr 188 Tagen und 5 Stunden entspricht, was ich eigentlich eine Menge finde, wo ich sagen muss, ja super, das finde ich gut, dass so viele Leute das gucken, weil ich denke mal, viele Leute gehen ja auch einfach auf das Video drauf und klicken es dann sofort wieder weg, weil sie merken, das ist nicht so meins. Und das ist jetzt ungefähr, dass jedes Video ja so ein bisschen mehr als 2 Minuten, ja, auf jeden Fall so zwischen 2 und 3 Minuten kommen, auf jeden Klick, und das ist eigentlich meiner Meinung nach ganz gut. Also da kann man sich schon ganz glücklich mit schätzen. Zumindest bei der speziellen Art von Videos, wie ich sie ja mache. Beziehungsweise ich finde sie speziell. Ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr auch, das sind ganz normale Videos. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt mir wahrscheinlich bei anderen Leuten sowas nicht unbedingt angeguckt. Aber mir macht sowas halt Spaß. Und ich habe gemerkt, dass euch das Spaß macht. Deswegen habe ich es auch weitergemacht. Ja, hier sind meine meisten Aufrufe. Sieht man schon, das ist hier natürlich mein erstes Far Cry Speedmapping Video. Ja, ich habe es einfach zu einem Zeitpunkt hochgeladen, wo gerade Far Cry noch raus war und alle diesen Map-Editor abgefeiert haben und wissen wollten, was da ist damit möglich, und haben natürlich auch auf dieses Video geklickt, und deswegen ist das natürlich auch dementsprechend abgegangen, hat auch die höchste durchschnittliche Wiedergabezeit in Minuten, was mich auch sehr freut. 3 Minuten 14 ist in Ordnung. Ich denke mal, viele werden dann so mal durchgezappt haben oder haben es wieder ausgemacht, je nachdem. Man sieht auch, am Jahresanfang sind dann die Aufrufe erst total hochgegangen, wegen den neuen Far Cry Videos halt, weil es gerade neu war, jeder wollte es wissen, und sind dann so leicht abfallend gegangen, ab Februar ungefähr. Also dann ist es so von knapp 300 Aufrufen in der Spitze bis so, ja, 250 Aufrufen in der Spitze gegangen. Ist jetzt nicht so die Masse. Ich habe ja auch ein bisschen weniger Content irgendwann gemacht, hier ist ja auch so ein Loch, da habe ich, glaube ich, ein paar Monate lang so gut wie gar nichts hochgeladen, was man dann natürlich auch merkt. Dann nehmen die Abos auch nicht mehr zu oder nehmen vielleicht sogar teilweise ab.
Ja, ist einfach alles so, was man lernen muss, dass man konstant ein bisschen dabei bleibt und auch regelmäßig Videos hochlädt. Deswegen lade ich auch dieses Video hoch, ja, so ein bisschen als Lückenfüller, weil ich einfach im Moment mehreres habe, was ich machen möchte, aber es einfach noch nicht fertig habe. Und deswegen, ja, damit ihr nicht denkt, ist, der macht gar nichts mehr, der hat aufgehört mit seinem Kanal, D-Abo. Nein, nein, keine Sorge, da kommt was. Ich arbeite auch an neuen Sachen, die was mit so ähnlichem wie Map Editieren zu tun haben, auch ein bisschen was ja anderes, auch mehr so Modding in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Also könnt ihr darauf gespannt sein. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch treu, auch wenn ihr jetzt gehört habt, dass ich nicht mehr so viele Far Cry Videos machen werde. Ja, und eine andere Sache, die mache ich noch auf dem anderen Kanal. Wenn ich das fertig habe, dann haue ich das hier kurz in Ankündigung auf meinem Kanal drauf. Würde ich mich freuen, wenn sich das ein paar anschauen. Ich glaube, das ist auch was, womit man eine etwas breitere Masse ja erreichen kann und was es halt auch nicht so häufig gibt auf YouTube, weil ich möchte nicht so ein YouTuber sein, der so 0815 Dinger macht, die schon 20.000 Mal gesehen sind. Also deswegen, ich mache auch keine Let's Plays oder so. Finde ich gar nicht. Es gibt 20.000 Millionen Let's Plays auf YouTube. Und das braucht kein Mensch mehr. Also da gibt es Leute, die können das besser als ich labern und die Leute da vom PC unterhalten. Das kann ich nicht so gut. Ja, ich hätte auch eigentlich gerne noch jetzt in Walkthroughs wo ein paar anderen Far Cry Maps von mir gemacht. Das Blöde war nur, ich habe ja, wie im letzten Video vielleicht schon mitgekriegt, hat mein PC auf Windows 8 umgestellt und hatte dann das letzte Video mit Windows 7 noch gemacht und hatte ich mich so drüber geärgert, dann habe ich es jetzt komplett runtergeschmissen. Das Blöde war nur, ich hatte meine ganzen Far Cry Maps auf Windows 7 noch gespeichert und die sind jetzt alle futschinito weg. Ich hätte auch gerne noch ein, zwei von meinen Maps, wo ich mir wirklich richtig Mühe beigegeben habe, die ich für mich selber so ein bisschen gemacht habe, euch gezeigt. Ist jetzt leider nicht mehr möglich. Ja, gut, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Schade, blöd gelaufen, aber peng. Stört mich jetzt gerade nicht mehr. Also, Leben geht weiter. Neues Jahr, neues Glück. Mal schauen, was dieses Jahr so geht. Ich denke mal nicht, dass der Wachstum so extrem weitergeht. Aber, ja, mal schauen. So, ich habe jetzt schon mal hier auf Demografie geklickt. Und man sieht, dass meine Zuschauer hauptsächlich männlich sind, was ich mir auch so gedacht habe, weil im Durchschnitt zocken einfach mehr Männer als Frauen und ich denke mal, die können sich auch eher für sowas begeistern, würde ich sagen. Also, vielleicht verschätze ich das auch, vielleicht gucken auch einfach mehr Männer meine Videos, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall nur 10% Frauen. Und hier sieht man so eine Zeitleiste, so 25, 24% zwischen 13 und 17 Jahren gucken die Videos, 18%, 14, nein, Quatsch, nicht so eine Scheiße labern, 24% zwischen 18 und 24, so ist richtig. Und ja, das nimmt dann halt so ab. Was mich wundert, dass dann auf einmal so viele 45 bis 50, 54-Jährige dabei sind, die dann meine Videos gucken, also. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass mehr 35- bis 44-Jährige die Videos gucken als 45- bis 54-Jährige. Gut, ist nicht der Fall, zumindest bei diesem Video oder auch allgemein hier. Kann man das, beim anderen ist es ja auch so, hier Vereinigte Staaten. Gut. Schön, dass ich auch älteres Publikum habe. An der Stelle erstmal Hallo, falls ihr mich auch abonniert haben solltet. Das kann ich jetzt, glaube ich, gerade nicht so gucken, ob ihr mich abonniert habt, wer weiß. Ja. Das ist zu den Wiedergaben, oder nee, zu der Demografie. Quatsch, nicht so ein Scheiß labern hier. Ich bin wahrscheinlich noch leicht beschwipst. Silvester war ja, ist ja gerade erst rum. Ja, so, das war Wiedergabeort. Ach so, genau. Hier sieht man, von wo meine Videos am meisten geschaut wurden. Und ja, YouTube natürlich als Wiedergabeseite. Am meisten. Ich denke mal, das wird dann vom Computer sein. Dann Mobilgeräte, das so Handys, haben auch die meiste durchschnittliche Wiedergabezeit. Was ich mir einfach daraus erschließe, dass viele Leute sich im Bus dann mal ihre ganzen Abos durchgucken oder wenn sie mit dem Zug fahren oder sonst was und da einfach ihre ganzen Abos durchknallen und auch mehr Zeit dafür haben. So, hier sind noch ein paar andere Sachen, die halt immer weniger werden. Es ist ja, fällt ja kaum ins Gewicht dieser anderen Sachen. Zugriffsquellen. So. Vorgeschlagenes YouTube-Video bin ich am meisten mit vertreten. Das macht fast 50% aus. Was ich eigentlich nicht so gedacht hätte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da andere Sachen ja eher was machen wie Suche über YouTube. Aber es ist wirklich so, dass man dann anscheinend am Rand irgendwo vorgeschlagen wird und dann klicken die Leute da ganz gerne drauf. Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, aber gut, denn.
Ist auch mal interessant. So hier Unbekannte direkt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Unbekannt direkt macht auf jeden Fall 28% meiner Aufrufe aus mit 27.000 und macht auch die meiste Wiedergabezeit aus, aber so also zumindest durchschnittliche. Aber ich habe keinen Plan, was das ist. Also ich weiß nicht, was soll unbekannt direkt sein? Kann man hier auf das Fragezeichen klicken? Aufrufe über unbekannte Hinweise, Apps, direkte Zugriffe auf Wiedergabekanal. Ah, okay. Also per URL. Ah, okay. Also wenn Leute mich über eine App aufrufen oder falls irgendwo der Link verschickt wird. Ah, das ist natürlich auch interessant. Ja, YouTube-Suche, wo ich eigentlich mitgerechnet hätte, dass das so teilweise mit am meisten ausmacht, sind gerade mal 13%. Und der Rest dümpelt halt vor sich hin, so Kanalseite und YouTube-Übersicht und es nimmt halt hier immer weiter ab. Videoanmerkungen sind nur 4 Aufrufe insgesamt. Und ja, also das hatte mich eigentlich schon überrascht, als ich das gesehen habe, wie so die Videos aufgerufen werden. Ja, mal gucken bei den Geräten. Steht hier irgendwas? Ah, okay. Gut, das kann mir also gerade das Ding gar nicht anzeigen. Dann mache ich mal, was sagt es denn so die letzten 90 Tage? Da Computer. Ah, okay, da sieht man das. Genau, guck mal, Computer haben wir hier 63%. Handy 20, Tablet 14, was natürlich auch in den letzten Jahren, also im letzten Jahr ziemlich zugenommen hat, weil Anfang 2013 kannte ich irgendwie niemanden, der ein Tablet hat. Jetzt Ende 2013 bzw. Anfang 2014 hat fast jeder so ein Ding. Also ich selber habe ja auch so ein Ding zu Hause rumstehen. Und es ist einfach im Kommen mittlerweile. Ich sag mal, zumindest ich jetzt als Student brauche so ein Ding alleine schon für die Uni, weil es einfach mega praktisch ist. Unbekannt, keine Ahnung, Spielekonsole werde ich auch drüber aufrufen. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe noch nie mit meiner Spielekonsole irgendwie mir Videos im Internet angeguckt. Da habe ich meinen Rechner jetzt stehen oder meinen Laptop. Und übers Fernsehen. Also ich weiß ja nicht, mein Fernseher kann es auf jeden Fall nicht ins Internet. Es sind wahrscheinlich diese modernen Screens, die das können. Und unbekannt, was auch immer unbekannt ist. Das sind dann wahrscheinlich selbstgebaute Handys. Naja. Ja, hier sieht man so die Aufrufe, wie das so geschwankt hat. Computer hat mit am meisten geschwankt. So. Und der Rest hat es wahrscheinlich auch geschwankt, nur man sieht es nicht so extrem, weil die so klein ist. Zuschauerbindung. Da sieht man so, wie stark meine Zuschauer das wiedergeben. Ich habe eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 32%, also 2 Minuten 46 in meinem Fall. Ich glaube, das ist für das, was ich mache, eigentlich ganz gut. Ist meine Meinung auf jeden Fall. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drüber. So. Gibt es eigentlich noch irgendwas? Ich glaube, der Rest ist relativ Wurst, im Anführungszeichen. Das ist alles so gesagt, was es war. Ich gehe nochmal hier auf meinen Videomanager. Und ja, hier sieht man nochmal so ein paar Sachen. So. Meine persönlichen Flops dieses Jahr war einerseits dieses Battlefield 4 Spectator Mode Teil da. Da war Battlefield 4 gerade an dem Tag rausgekommen. Und ich meinte sofort, ich müsste da so ein Video zu machen, was natürlich total gefloppt ist. Stört mich auch nicht. Hier sind ein paar Videos, die noch von mir gesperrt sind, weil ich da einfach nochmal was ausprobiert habe. Und ja, das hier zum Beispiel zwei Intros, die ich mal gemacht habe, für eine andere Kanalidee, also für nicht für meinen Kanal, sondern für einen anderen Kanal, den ich mal vorhatte, habe ich da nicht weitergemacht. Und wo ist es? Hier das blöde Arma-Video. Genau, das ist Arma-Video, was ich einfach total verranzt habe. Ich kann ja mal draufklicken. Hier habe ich dann zum Beispiel meinen Bildschirm aufgenommen und habe es hinterher nicht in der Bearbeitung. Also das Video selber ist völlig heile, nur ich habe das durch mein Videobearbeitungsprogramm, was ich mir da geholt hatte, so verkackt, weil ich nicht mit umgehen konnte, dass der Bildschirm, ich glaube, 200% reingezoomt war und man einfach gar nichts erkennen konnte und deswegen auch diese vielen Dislikes und das hat mich unheimlich geärgert, weil das Video war nicht schlecht. Ich sag mal, das ist heutzutage zwar eh nicht mehr aktuell, weil das Arma Alpha war und die Sachen gar nicht mehr funktionieren mittlerweile im fertigen Arma, was irgendwo ein bisschen schade ist, aber gut, kann ich jetzt nicht ändern und ich habe es auch noch nicht rausgenommen, weil mich stört das jetzt nicht unbedingt, dass das da noch rumgammelt.
können sich noch ein paar Leute darüber aufregen. ja, gut, passiert. Also Schaden wird mein Klug. Ich habe danach immer besser aufgepasst, wie ich meine Videos schneide. Hier sieht man auch, ein paar Videos sind monetarisiert, manche nicht. Passiert irgendwie. Also was ich ein bisschen blöd finde, YouTube hat dann irgendwie mögliche Überwachung. Ich habe mir da von Papa Fiat Music, heißt der YouTube-Kanal, da habe ich mir die letzten Mal immer die Musik runtergezogen und irgendwie hat er dabei drei Videos hier wegen einem Lied total rumgekackt, obwohl das ja alles seine Videos sind und er die auch bereitgestellt hat. Ich weiß nicht wieso, die werden immer noch überprüft, hier im Überwachung für mögliche Überprüfung. Mich ärgert sowas total. Oder hier ein Video, was ich gar nicht ja, monetarisieren konnte, obwohl ich da eigentlich Musik hatte, die auch total lizenzfrei war. Keine Ahnung. Oder hier Spin Tires. Ich weiß nicht, ob der Publisher das nicht will, dass man das irgendwo hier vorstellt. Konnte ich auch nicht monetarisieren. Gut, Peng. Ich sag mal, für mich ist das eh, macht das eh kein Geld. Als so ein Mini-YouTuber, wie ich bin. Also da kommt nichts zusammen. Aber die Möglichkeit besteht, falls man halt mal ein bisschen größer wird. Ich würde mich auch gerne freuen, wenn ich wachse. Und ja, das war's eigentlich auch so. Ich muss mal gucken, ich muss irgendwann mal unbedingt noch einen Kanaltrailer machen. Ich weiß einfach nicht, was ich da reinpacken soll. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie eine Speedmapping-Collage zu reinpacken soll und dann ein bisschen was dazu sagen soll. Oder ein bisschen Armor noch dabei oder sonst was. Überhaupt keinen Plan. Ich weiß nicht. Was machen andere Leute bei ihrem Kanaltrailer? Ah ja, und hier seitlich noch so ein paar Kumpels von mir, die ich dann so verlinkt habe. Ja, das war's auch eigentlich so zu meinem Video. Was gab's 2013 vom Hühne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das ganz gut, dass ich sowas mal gemacht habe, dass ich euch mal gezeigt habe, wie sowas aussieht, wenn man auch so ein kleiner YouTuber ist. Und eigentlich habe ich es auch gerade eigentlich hauptsächlich für mich gemacht, weil ich einfach selber mal gucken wollte, was es so gegeben hat. Und ich freue mich, wenn ich euch damit einbinden kann. Ich freue mich, wenn euch das gefällt. Und ich wollte auch einfach mal wieder was von mir hören lassen. So, mit den Worten bin ich raus. Lasst konstruktive Kritik unten in den Kommentaren und bald kommen neue Videos, auch richtig guter Content, hoffe ich doch. Also ich finde ihn auf jeden Fall gut. Ja, euer Hühne. Bis demnächst. Tüdelü.